Herein! Kachler aus! Tag Dan, du siehst gut aus. Ich bin Richard von The Dosenkeks. Und ihr seht Theme Talk. Viel Spaß! Heute geht's um Sitcoms und das hier ist der Redegegenstand. Die Two and a Half Men, DVD Staffel 1. Tja, Sitcoms, da gibt's mittlerweile wieder eine ganze Menge auf dem Markt und es werden immer mehr. Meine Fresse. Lieblings-Sitcoms, hast du eine Lieblings-Sitcom? Ja, und das ist natürlich Two and a Half Men, auch wenn es mit Ashton Kutcher gerade ein bisschen anders geworden ist. Aber ich finde nicht schlechter, es ist halt jetzt anders. Und ja, das ist halt immer noch... Tut mir leid, da kann ich echt nicht, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es am besten in die Kommentare, aber Two and a Half Men ist doch jetzt total kacke. Ohne ich dachte, ich wollte der Serie so oft noch eine Chance geben jetzt mit Ashton Kutcher. Da sind auch coole Sachen dabei, aber er fehlt mir so, Mann, er fehlt mir so. Und ich finde, ja, es fehlt so viel dadurch. Ja, und ich als Charlie Sheen-Fan bin natürlich auch... mir fehlen auch ein paar Sachen und deswegen bin ich auch mal gespannt auf die neue Serie mit ihm, mit Horns Hitcom. Hangar-Management auch. Ja, ja, ja. Und aber wie gesagt, die neue mit Ashton Kutcher, das ist halt was anderes. Das ist ja mehr und vielleicht eine alte Routine, die drin ist, den Fernseher anzumachen. Aber hey, darum geht's ja gar nicht. Es gibt jetzt so viele Sitcoms. Ja. Ich meine, How I Met Your Mother, auch eine super coole Serie. Ja, oder Big Bang Theory. Oh Mann, ich liebe die, gerade die neue Staffel. Ich finde, da geht Sheldon Cooper noch mehr ab, noch mehr als sonst. Und ich finde, das ist, glaube ich, aktuell meine Lieblings-Sitcom. Aktuell. Aber wenn ich so mal überlege, mit was für Sitcoms ich so aufgewachsen bin, da wäre man zum Beispiel Eine schrecklich nette Familie. Ja, Wer ist hier der Boss? Ja, oder was gibt's noch? Prinz von Bel-Air natürlich. Ja, und hast du Roseanne schon gesagt? Nee, Roseanne nicht, habe ich auch geguckt. Ja. Was noch? Oh Gott, da gab's noch eine... Hast du Schrecklich nette Familie, hast du auch schon? Nee, hatte ich schon. Alle unter einem Dach. Alle unter einem Dach, stimmt. Mit Steve Urkel. Ja. Ich kann gar nicht nachmachen, Gott. Das ist noch Gott, da gibt es so viele. Da gibt es auch eine, wo so ein, kennst du dieses Sitcom, wo dieser, war das Bigfoot oder so? Bei Ach ja, die, stimmt. Wie heißt ja, die ja. nochmal? Ich weiß ja, nicht. Ja, aber da gab es vorher auch einen Film. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und dann gibt es noch diese Sitcom mit den Olsen-Zwillingen, wo die ganz klein waren, wo die immer nur eine von Ach, beiden... Ach, Full House. Full House, genau, ja. Wo die immer nur eine Girl gekommen. Warte, was noch? Ja. Ah, es gibt so viele. Also jetzt sind ja auch wieder neue dazugekommen in den letzten Jahren. Ich finde, Malcolm mittendrin ist auch eine sehr, sehr gute Sitcom. Gefällt mir total. King of Queens. Also da, das war ja nochmal, war das so eine späte Sitcom, was dann nochmal Reunion war? Also, quasi, nee, ich glaube Ende der 90er. Ja, Ende der 90er, aber da war ja dann, also in den 80ern gab es ja scheiße viel. Oh, ja, gab es echt sehr, sehr viele Sitcoms. Also da war ja, also in den 80ern fing ja Roseanne an. Bill Cosby, genau, ja, auch, wobei ich Cosby. Mochte Bill Cosby nie. Ich auch nicht, der war mir immer zu... Komisch halt. Was war alles 80er bei Roseanne halt, schrecklich nette Familie. Prinz von Bel-Air. Prinz von Bel-Air war schon 80er. War noch 80er. Nee, 90er, sicher, ja. Ich weiß es gar nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was findest du bis jetzt, was ist deine Top-Sitcom im Moment? Also meine finde ich aktuell ist Big Bang Theory. Ja, also wenn ich dazu komme und ich mal reinseppe, also ich schaffe es leider immer nicht, chronologisch jede Folge zu gucken, was man ja eigentlich auch nicht muss. Ja, aber das verkacken auch die Sender, da sind wir schuld. Ja, und das ist aber tatsächlich noch die, also ich habe letztens noch alte Folgen mit Charlie Sheen gesehen von Two and a Half Men, die sehr cool ist. Also das waren auch die letzten Folgen, habe ich angeguckt. Da aber Top-Serie habe ich eigentlich gerade aktuell nicht, also so an Sitcoms, also ich gucke Big Bang Theory auch unglaublich gerne, aber dass ich warte auf den Tag, wo es die erste richtige Fernseh-Sitcom auch bei YouTube gibt. Ja. Das wäre klasse, da könnte ich mir die endlich mal angucken, wann ich will und muss mir die nicht auf Blu-ray oder DVD kaufen und wäre ziemlich cool, fände ich. Auf jeden Fall, das wäre sehr cool, das wäre extrem cool. Ja, also unsere Favoriten der Kult-Sitcoms, also ich würde einfach mal sagen, ich habe Roseanne geguckt wegen John Goodman, der wirklich immer sehr, sehr cool ist, finde ich, und bis jetzt immer noch cool als Schauspieler.
Dann habe ich verfolgt hier ja ab und zu auch, wer ist hier der Boss? Ja, ziemlich cool. Ja, dieser Tony Dancer. Genau, Tony Dancer, der ist echt cool gewesen. Und eben hatte ich noch, ja, Schrecklich Nette Familie natürlich auch. Also das ist ja schon sehr ein Klassiker. Pack, zwing mich nicht, Sex mit dir zu haben. Ja, oder diese, der geilste Spruch von Al Bundy ist, heute Morgen kam eine so fette Frau in den Laden, dass drei weitere fette Frauen in einer Umlaufbahn um sie herumkreisen. Das war so mit die erste asoziale Sitcom. Ja. Also später war das ja auch hier Two and a Half Men dann, ja. Aber eine schrecklich nette Familie mit Ed O'Neill, hammergeiler Darsteller, ja. War die erste richtig asoziale Sitcom. Vielleicht nicht von Anfang an, aber so ab der zweiten Staffel, wo es immer frauenfeindlicher wurde und so weiter. Ja. Aber richtig geil. Also absolut mein Humor. Und da mittendrin, wie gesagt. Also wenn ich mir drei aussuchen müsste, dann wären das im Moment, glaube ich, weiß nicht, Two and a Half Men bis zur letzten Staffel mit Charlie Sheen und Marken mittendrin und King of Queens. Das wären, glaube ich, so meine... Ja, kann ich beipflichten. Also das ist bei mir genauso. Also ich fand Malcolm mittendrin auch immer total cool, also alle Folgen. Gerade der Hell, der ja, Vater, das ist das genau. Das Tolle ist ja, dass sie es hinbekommen haben, dass es keine Folge gibt, die ich kenne keine Folge, die schlecht ist. Also die haben es immer hinbekommen irgendwie. Und ja, Two and a Half Men, wie gesagt, Charlie Sheen-Ära, hammergeil, weil ich bin auch ein riesen Hotshots-Fan und ein Charlie Sheen-Fan hat sich ja halt. Und was als drittes? Wie gesagt, Kevin James hat mich. Ja, King of Queens. Ja. Ich mag fette. Ja. Fette Leute sind witzig. Ja, ja, ja. Das war halt auch genau mein Humor immer. Und hey, Spähende. Ja. Was sind eure Lieblings-Sitcoms? Ja. Schreibt eure absolute Lieblings-Sitcom. Schreibt es in die Kommentare. Ich fände ihr dürft auch YouTube mit einbeziehen. Ja, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde echt mal wissen, was ihr so guckt. Was guckt ihr aktuell und was ist eure absolute Lieblings-Sitcom? Ja. Oh ja. Ich wette mit dir, es schreiben ganz viele Tuna Hafen. Das glaube ich auch. Oder Big Bang Theory. Oder How I Met Your Mother. Ja, stimmt. Auch eine gute Serie. Auch eine gute Serie. Und wie heißt die neue nochmal? Two Broke Girls, ja, aber ich blick da nicht durch. Aber ich muss auch sagen, Family Guy und Co. zählen ja auch zu Sitcoms einigermaßen. Ja. Wenn du unter Sitcom googelst und das so, ist aber, auch ja, das stimmt schon, Simpsons ja. und so. Aber wobei das eigentlich komisch ist, weil das ja eigentlich noch unter Cartoons fällt. Naja, ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also werden die Gesetze ja nicht gemacht. Okay, hey, weißt du, es wird Zeit für die Kekse der Wahrheit. Hi. Okay. Ich bin echt gespannt. Oh, was denn? Magst du Sport, Dan? Okay, ihr habt mich erwischt, Leute. Ich hasse Sport ohne Witz. Ich kann mit Sport echt gar nichts anfangen. Ich meine, es gibt Leute, die joggen. Das finde ich total scheiße. Das finde ich krank. Ich wüsste nicht, wieso ich einfach loslaufen soll. Dann schwitzt man außerdem. Oder auch so Sachen wie, ich weiß nicht, ich kann mich nicht aufraffen, irgendwie einfach, Lars trainiert abends immer und macht hier Sit-Ups und was machst du alles? Weiß ich gar nicht alles. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich sage mir immer, ich habe keine Zeit dafür. Ja, okay, dann bin ich jetzt dran. Dazu sage ich am besten nichts. Von Basti Sperber, habt ihr wirklich schon mal Haschkekse gegessen? Tut mir leid. Nein. Aber wir haben gelesen, wie es sein könnte, wenn man Haschkekse isst. Und wir haben auch diverse Dokus gesehen mit Leuten, die Haschkekse gegessen haben. Und wie sie jetzt aussehen. Und wie sie jetzt aussehen. Passiert, ja, wenn sie das tun. Und, Finger weg von den Drogen. Ja. Aber deswegen, als wir das mal, ich glaube, das ist die Frage entstanden, als wir diese eine Folge hatten, wo wir diese vermeintlichen Drogenkekse gegessen haben. Ja, aber das waren keine Haschkekse. Das waren keine Haschkekse. Nee, waren keine. Das waren ja Spezialcookies. Genau, exakt. Ja, aber ich glaube, daher ist die Frage entstanden. Okay. Cool. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, ihr kennt es. Ihr wisst es mittlerweile, glaube ich. Also Twitter, Facebook, da könnt ihr dann Fragen stellen. Ja, für die Kekse der Frage. Exakt. Bis zum nächsten Mal.